Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, beim letzten Mal haben wir angefangen, hier die Anlage umzubauen, um an Wasser zu kommen. Und ja, wir sind gut dabei, uns unsere Wasserkapazität ein bisschen zu verbessern. Auf jeden Fall ist der Wasserstand hier schon wesentlich besser, wie es ausschaut. Und auch die Tanks füllen sich wieder. Das wäre schon mal eine gute Sache. Vor allem, wenn der Wassertank sich füllt, heißt es normalerweise, dass wir hier hinten auch wieder einen Dauerwasserzustand haben. Was ja schon mal einen wesentlichen Unterschied zu sonst macht. Ihr habt mir auch geschrieben, und zwar, dass ich einmal das Problem hier hatte, warum die woanders hingefahren sind. Das Lager war zu klein. Genau, und dann fahren die sozusagen weg, weil jetzt aktuell die Kapazität, glaube ich, hier auch bummvoll ist. Bedeutet, wir haben halt hier ein Maximum mittlerweile erreicht. Bedeutet, ich werde vielleicht hinten danach mal ein neues Ding bauen. Auf der anderen Seite bauen wir hier natürlich gerade... Warte mal. Wie viel weit grabe ich hier noch? Okay, ich grabe hier genau ans Limit. Glück gehabt. Aber wir werden hier trotzdem sicherheitshalber wahrscheinlich gleich mal hier noch ein Ding reinbauen. Wo ist denn das? Das ist ein Modul, okay. Und ich habe jetzt... Ah, come on. Wir wollen ja, dass hier eine gute Ecke ist. Und somit haben wir dann hier das abgeschlossen. So. Weil dann ist unser Holz geschützt vor Einstürzen, aber wir haben die Ressourcenfläche. Und mit Wasserstoff scheinen wir ja echt gerade gut zu fahren, also da bin ich relativ happy drüber. Dass das so gut läuft. Ich bin auch echt erstaunt darüber, dass das so gut läuft. Muss ich auch dazu sagen. Aber es ist doch schön, wenn was funktioniert mal zur Abwechslung. Ich glaube, bis hier kann ich rein theoretisch sogar noch bauen. Also drei könnte ich mir noch schnappen. Und hier hin platzieren, obwohl der eine hier nicht happy ist. Ja, dann machen wir wenigstens die zwei hier fertig. So. Gut. Außerdem, was haben wir noch? Genau, der Wassertank ist gleich leer machen, nicht aktiviert, wurde mir gesagt. Schauen wir doch mal an. Ah, vielleicht sollte ich hier wirklich leeren angeben, ne? Dann tun die das aktiv machen. Hier läuft es ja eigentlich auch sehr, sehr gut, wenn ich mir so anschaue. Wir haben viel Uranstäbe auf Lager. Und die Energie läuft nur so. Also immer noch sehr zufrieden mit der Anlage bis jetzt. Und die hält uns auch noch bis jetzt gut über Wasser. Immerhin haben wir 113 Megawatt zur Verfügung stehen. Und die Wasserversorgung steht auch. Genau, Backup notfalls, wenn wirklich das staut, geht der Dampf halt hier raus. Also wir tun eh schon wieder Wasser abpumpen. Was halt schon wieder brutal ist. Aber solange es läuft, bin ich happy. Das muss man sagen. Schauen wir mal grundsätzlich bei unserer Energie. Die Grundversorgung mittlerweile haben wir mit 4,1 Megawatt bei Solarmodulen. Das ist schon gar nicht schlecht, finde ich. Also es ist gar nicht so unübel. Genau, wir haben natürlich unsere neue Energieversorgung hier stehen. Kann ich dich eigentlich upgraden? Nee, ne? Weil du bist ein fixer Vierer. Weil ich halt beim Überlegen bin, wie ich das hier vielleicht auch noch ein bisschen upgraden kann. Damit wir mehr Ressourcen verfahren können.
Es ist gut zu sehen, dass wir halt solche Flächen mittlerweile hier verfüllen und alles. Und wenn ich mir das so anschaue, sind wir echt gut dabei. Es ist immer wieder so eine Sache, wenn man sich das anschaut und dann eigentlich überlegt, dass gleich bis hier irgendwie so das alles war, der Rest ist aufgeschüttet, umgebaut. Okay, hier, das war Kohle. Das war Kohle, also hier war was. Aber ich glaube, da war der Rand. Der Rest ist verkippt. Das ist unser Ölkollege. Was ich gerade sehe, ist, dass wir relativ wenig Treibstoff haben. Was ich interessant finde. Obwohl ich umstelle auf neue Wasserstofffahrzeuge, haben wir weniger Treibstoff wie sonst. Interessant. Ich bin hier beim Überlegen, ob ich vielleicht die Schmelzen ein bisschen weiter wegrücke und halt da draußen rein Produktionszweig jetzt mittlerweile mache. Genau, Grundwasserpumpen extrahieren nichts mehr. Das bedeutet, dass unser Wasser mittlerweile wieder leer wird. Ernsthaft? Uff, okay. Ich wollte hier eigentlich noch erweitern, aber jetzt habe ich ja hier sozusagen die Military Base dran gehängt. Kann ich die rein theoretisch nach da drüben verfrachten? Die Werft. Also alles auf eins gebaut, ne? Ja, ich habe halt das genau für die Werft umgebaut, ne? So, ich mag mal wieder in die Forschung schauen, weil ich habe irgendwie gleich immer ein paar Sachen übersehen und vielleicht haben sie das hinzugepatcht, was ich gar nicht gemerkt habe. Aber ich glaube nicht so weit. Was forschen wir gerade? Wir forschen gerade an Solarkollektoren, danach an dem großen Frachtdepot. Und dann haben wir noch die Schiffswaffen 3. Medizinische Produkte, Unterhaltungselektronik und Raketenstart. Also wir sind gut dabei bis jetzt. Vielleicht kann ich die Forschung ein bisschen pushen noch. Ich guck dir mal an, was da für eine Masse mittlerweile ist. Holy shit. Vielleicht sollte ich mal meine Plastikproduktion ein bisschen separieren. Du läufst nur hier rein, damit der hier Obenzin erzeugt und daraus Plastik macht, ne? Rein theoretisch könnte ich das aber auch mit Ethanol machen. Ethanol nutze ich hier vorne. Gibt es eigentlich einen extrem schnellen Weg? Jetzt nochmal nachschauen. Ethanol. Mit dem ich viel produzieren kann. Mit Zucker. Ich könnte eine Zuckerfabrik bauen. Zucker mache ich aus Rohrkolben, ne? Also Zucker ist ein größerer Aufwand. Zucker wird mit Wasser natürlich in der Lebensmittelherstellung dann zu Zucker. Und Zucker macht Bio und Biomasse. Okay. Das Zucker. Hallo? Den Zucker 12 nutze ich wieder, um 9 Ethanol herzustellen. Wie viel kriege ich aus dem Greenhouse raus? Das ist ja schon Greenhouse 2. 90 alle 4 Monate. Wie schaut es eigentlich hier aus? Mittlerweile habe ich so das Gefühl, als ob wir zum Beispiel gar nicht mehr an Kartoffeln kommen. Ich finde den Filter sehr lustig, den ich hier gebaut habe. Also ich glaube, langsam stockt sich schon. Aber noch nicht so viel. Und deswegen ist das hier relativ leer. Ich kann hier rein theoretisch sogar Schlamm verarbeite ich ja damit schon, ne? Aber kein Kompost. Kann ich Tiernahrung damit auch verarbeiten? Nee, aber Schlachtabfälle gingen. Bringen aber sehr, sehr wenig. Am meisten bringt Schlamm. Absolut. Daraus hätte ich natürlich auch die ganze Zeit schon eine Ethanolfarm machen können. Aber wie es jetzt ausschaut, sind wir bald am Ende mit unserer Schwefel-Production. Bin schon erstaunt. Ich werde das jetzt mal umbauen. Das machen wir heute. Das können wir jetzt auch angehen. So zur Info, ich nehme original die Folge gleich 2 Stunden auf, bevor sie rauskommt, oder eine Stunde. Das könnte sein, dass wir eine kleine Verzögerung haben. Ich will das jetzt hier mal umbauen, damit wir wirklich eine massive Produktion haben.
Ich suche mir jetzt eine schöne Freifläche, von denen ich ja doch relativ viele haben sollte. Ja, stimmt, die haben keine Auffahrt aktuell mehr, ne? Hier gleich mal Kanten, damit wir das, dass das gut hält. Ich hoffe, dass ich da platzieren kann. Geht super. Wir wollen ja natürlich nicht, dass das hier problematisch wird, deswegen bauen wir jetzt dann Kantenschutz hin. Wenn wir wirklich anfangen, das ein bisschen abzugraben noch, dann haben wir hier einen Schutz, dass der Weg nicht weggeht. So, die Kollegen verkippen schon, das ist super. Der Kollege gräbt hier, oder? Ne, warte mal, hä? Achso, das sollte ich vielleicht dann seitlich wegmachen, ne? Man sollte vielleicht, wenn man Wege macht, in solchen Umfang aufpassen, wo man sie macht. So. Sind Retention Walls in dem Fall. Schaut zwar weird aus, aber soll einfach nur die Kante liefern. Dann ist es nicht der Rückhalt und wir können da oben drüber fahren und alles hat sich erledigt. Aber zu welchem Baumturm gehört ihr wieder? Ihr gehört zu dem da vorne, oder? Ja. Ihr kriegt noch die ganze Area hier zugewiesen. Dann haben wir da ein bisschen was zu tun. Perfekt, gut. Jetzt habe ich mich natürlich wieder mal anders geholt, oder? Was haben wir denn? Nicht gut, um ein Fahrzeug zu betanken. Achso, ja, da kommen wir gerade einfach nicht hin. Das sind die Grundwasserpumpen. Ah, mittlerweile ist da wieder Wasser drin. Also es ist gerade noch so, ich glaube, so eine Schwebesache. Aber ich glaube, wir füllen auch gerade nach.
Aber als regnet, sind die Wasserressourcen immer wieder knapp und mal nicht. Wir pausieren mal die Hälfte. Jetzt ist aber schon wieder leer, schauen. Ja. Kein verfügbares Gebiet mehr. Absolut kein Problem, ihr grabt mir nach da vorne noch. Dann grabt ihr hier noch. Da sollten wir genug Ressourcen noch haben. Bemüht sich, erreichbares Ziel zu finden. Ja, du bist leer. Ja, das ist alles gut. Stresst euch nicht. Ihr kriegt gleich eine Auffahrt. So. Okay, das bedeutet aber auch, dass wir hier natürlich die Breite noch abgraben müssen. Die Kollegen buddeln jetzt da vorne, auch nicht schlecht. Wie läuft es grundsätzlich? Wasserstoff sind wir voll. Bedeutet, der Tank müsste sich gerade auffüllen. Ja. Auch wenn wir nicht mehr so viel haben an Schwefel, sollte das noch eine Zeit funktionieren. Wasser wird knapp. So wie ich das sehe, sind die ganzen Tanks hier wieder sehr, sehr voll. Obwohl die Dinger hier auf Overdrive laufen. Möchte ich mir das Ganze doch nochmal anschauen. Also. Hier geht es ja auch direkt rein. Saures Wasser und Dampf für eine Schwefel-Production. Raus kommt Ammoniak. Schauen wir mal, was wir mit Ammoniak anfangen können. Ammoniak. Ammoniak kann ich entweder verbrennen, das ist natürlich nicht gut, oder ich mache das zu Dünger 1, wie ich es ja schon die ganze Zeit mache. Ich kann mit Ammoniak auch Stickstoff und Wasserstoff herstellen. Okay, wait, warum brauche ich dann dich hier? Ich stecke dich hier rein, um noch mehr Ammoniak zu machen. Na, wahrscheinlich, weil die grundsätzlich die Ammoniakmenge, die hier ist, gar nicht reicht. Ah, weil ich dann aus... Nee, hä? Ammoniak und Sauerstoff mache ich Dünger 1... Und daraus sind Dünger 2. Gut, wir machen uns jetzt hier mal irgendwo eine schöne Arbeitsfläche. Kann es sein, dass wir schon relativ viel begradigt haben in letzter Zeit? Lecco mio. Also es geht gut voran, das muss man... Ich habe irgendein Kabel schon wieder unter meinen Füßen. Was? Oh oh. Nein. Du stößt mir nicht ein. Warte. So. Nein. Come on. Gut. Und platzieren. Oh Gott, was ist jetzt schon wieder? Konnte nicht Ernte lagern, jüngere Bäume konnten nicht nach Ernte lagern. Ja, die warten halt drauf, bis wir jetzt fertig verkippen, ne? Das ist die andere Sache. Wir hatten hier oben die Area unter Kontrolle. Du hier, ne? Aber grundsätzlich sind wir bald hier durch mit der Verkippaktion.
Jetzt muss ich mich aber endlich mal darauf konzentrieren, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar eine Ammoniak-Production. Ich lasse mich nicht dauernd schon wieder ablenken. So, lass mal gucken. Also, ich will hier... warte mal, das ist der Wasserstoffverformer. Falsches Gebäude. Sauerwassertipper. Hier, den da brauchen wir. Du hast nur das eine System. Und zwar saures Wasser rein. Frisches Wasser raus. Und Ammoniak und Ding raus. Ich will natürlich schauen, dass ich das so effektiv wie möglich jetzt wieder baue, ne? So. Gut. Wasser wieder oben drüber laufen lassen. Können wir uns hier anschließen. So. Ich will das wieder so modular wie möglich bauen, damit ich sozusagen das wieder so ein Reissteck-System machen kann. Dann können wir das nicht vielleicht irgendwo auch platzieren. Genau, das habe ich jetzt relativ, sagen wir mal, einseitig gemacht. Ich habe jetzt hier gerade zwei von diesen Tippern drin. Alter, was habe ich denn da eigentlich für ein Chaos gebaut schon wieder? Und ich habe das auch nur einmal verwendet, was auch komplett useless ist. Weil einer reicht komplett um... Warte mal, wie viel macht der? 48? Damit komme ich Ewigkeiten aus. So, genau, das ist der Dampfzugriff und der Wasser, Sauerwasserzugriff. Sauerwasser würde ich vielleicht wieder, weil es halt doch Mengen sind, obwohl das geht hier ganz schlecht, ne? Ich würde das beides aus derselben Richtung wieder kommen lassen, so. Und einmal oben drüber den Dampf zum Beispiel in dem Fall. Bedeutet, gehen einmal hier raus, einmal hier raus, einmal hier runter und einmal hier runter. Genau, das ist sozusagen der Wasserstoffreformer. Die Kollegen gehen nach vorne raus und das geht dann so. Muss nur schauen, wo ich das dann hin platziere, weil ich brauche natürlich da auch wieder Fläche für. Vielleicht platziere ich die Forschung mal um. Dass ich die Forschung mal woanders hin platziere, das wäre auch eine Möglichkeit. Dass ich sozusagen das weg tue, dann kann ich das hier hinter platzieren. Solarmodule haben wir Tonnenauflage wieder, bedeutet, wir können wieder Solarmodule machen. Aber wenn ich dich jetzt hier einfach mal kopiere zum Beispiel. Setz dich hier hin. Müsste ich nicht Frischwasser rein, theoretisch sogar in dieselbe Richtung schicken? Nee, Quatsch, weil das Wasser brauche ich dann hinten beim Dampf wieder. Damit hätte man nicht schon mal rein theoretisch unsere Kapazität verdoppelt. Nur mit dem Teil hier. Sonnenkollektoren 2 sind freigeschaltet, schöne Sache. Dann sagen wir jetzt hier, wir machen hier einen Zwischenspeicher. Ans Ende. Wo ich natürlich dieselbe Leitung nehme. Was soll das jetzt? Genau, das ist der Zwischenspeicher. Vielleicht sollte ich den anders anlegen.
Dann nehmen wir jetzt den Vergleicher hier. Ich hoffe, dass das so. Dann muss ich dich eins vorbewegen. Und ansonsten können wir das daneben in einen Ausgabespeicher setzen. Wir machen dann hier für Energie, Energie. Dieselgenerator, ne, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Da ist der schnelle Brutreaktor. Monokristalle. Die brauchen schon neue Module, okay. Ich brauche trotzdem jetzt noch einen Heizkessel. Ja, das sind Sachen, die man jetzt wieder überlegen muss. Probieren wir es mal. Kopieren, Flip. So rum. Warum zur Hölle macht das so? Ah, warte mal, wir müssen ja noch Kohle zuführen. Das hatte ich jetzt eventuell vergessen, dass da hier Kohle rein muss. Weg damit, weg damit. Dann machen wir das doch anders. Na, ich brauche nur ein kleines Kohlelager in dem Fall. So. Es reicht ja vollkommen, wenn wir hier zwei Ausgänge haben, zwei starke. Und dann gehen wir jetzt auf Energiegewinnung. Flip. Kopieren, Flip, so rum. Das heißt, ich setze mal da noch ein bisschen anders. So, und die Dreierleitung. Gut. Dann brauchen wir noch seitlich die Schornsteine. Und die schließe ich hier an. Perfekt. Dann ist es der neue Reformer sozusagen, der dann das annimmt. Und im Notfall stecke ich hinten, kann ich immer weiter stöpseln. Das ist gleich gar nicht schlecht in dem Fall. So, genau. Und in dem Fall kommen hier die Ressourcen dann raus. Was kriegen wir jetzt hier raus? In dem Fall schon Schwefel, genau. Da kommt schon der erste Schwefel raus, gut. Ich muss ja jetzt schauen, wo ich das dann hinsetze. Das ist dann der nächste Teil. Praktisch wäre, wenn wir das verfüllen würden dann. Weil dann könnte ich die Leitungen und den Block mal wegsetzen und dann vielleicht auch die ganzen Lager nach da und das Kabel direkt hier anschließen. Was läuft hier? Saures Wasser. Ja, da habe ich eine schöne saure Wasserleitung lang gelegt. Dann könnte ich nicht die auch hier hinziehen.
Vielleicht ist es Zeit, erstmal den weiterzuziehen, bevor wir hier das weitermachen. Der Kollege hat nichts mehr zugewiesen. Kriegt die gesamte Area und somit ein Ausgleichsgebiet. Hä? Ich habe auf 1 gedrückt hier oben. Dann ziehen wir jetzt 2 U-förmige. Komm schon. Nice. Ach scheiße, sie fangen schon an, das drüben zu verkipfen. Auch verkippen, auch nicht schlecht. Exportroute zu ihm hier. Und dann nehmen wir euch mal aus dem Ding raus und geben euch hier rein. Weil dann verkippen wir jetzt die Kupferphase und dann können wir da anfangen, Produktionsgebäude und alles reinzusetzen. Sehr geil, Stufe 3, ja. Was wir hier halt noch brauchen, ist mal schnell ein Überfahrtsgebiet. Falls ich doch nochmal hier drüber möchte, komme ich dann drüber. Gut. Und immer leeren, bitte. Das Gute ist, sie müssen nicht wirklich weit fahren, sondern sie kippen einfach hier dicht. Auffüllen. Kippen, auffüllen, kippen. Ich glaube, es reicht, wenn ich die hier nehme. Aber euch drei würde ich doch gerne einmal ein Ziel setzen, dass ihr auch Wasserstofffahrzeuge werdet. Großlastkippenmulder und das für alle drei als Ziel festsetzen. Der eine macht es gerade alleine, weil jetzt einfach das bis hier vorne noch geht. Ist das cool. Mit was hast du rum? Mit Diesel. Also du tust gleich vorne den Kollegen verfüllen hier. Ja, unsere Zwischentanks sind jetzt dann voll. Ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, aber wir können langsam dann in die Richtung gehen. Vergesst mal den bitte. Da verkippen die nicht gerade hinten schön. Ja, aber es dauert jetzt natürlich eine Zeit, bis das verkippt wird, aber wieder. Aber wenn das voll ist, dann haben wir natürlich eine schöne fette Anlage zur Verfügung, mit der wir arbeiten können. Und das ist natürlich noch eine viel, viel schönere Sache am Ende. Was mich jetzt interessiert, ich kann doch jetzt... Es ging doch so, dass ich rein theoretisch einen von dem platzieren kann und dann sehe ich, wie viel Unterschied es macht, ne? 160 kW. Okay, also es macht einen Unterschied von 32 kW. Für neue Module. Warte mal. Kann ich nicht einfach draufklicken und... Schade, ich hätte jetzt gerne das gesehen. Solar. Ach du Himmel, okay. Unterschied dazu.
Anstatt Polysilizium brauche ich mehr Stahl, mehr Glas und Silizium-Waver. Und es kann nur noch robotisch 2, okay. Ne, warte mal. Das ist robotisch 1, das ist robotisch 2. Da kann der mehr verbrauchen, bringt mir 12 raus. Du bringst mir dann 8 raus. Andere Frage, bevor wir hier weitermachen. Seid ihr untätig? Oh, ich habe keine Fläche mehr. Warte mal, ich muss den Kollegen mal hier kurz... Lasst uns vielleicht mal hier hingehen. Gut, dann sollten wir nicht gleich... Was fährt der mit Kohle hier rum? Warum fährt der hier mit Kohle rum? So, die Kollegen sind unterwegs. Die müsste ich dann auch irgendwann mal auf Wasserstoff umstellen. So. Hier habe ich auch noch irgendeine Anlage mal stehen. Da war irgendeine Idee. Ich glaube, das sollte mal eine neue Treibstofffabrik werden. Aber die brauchen wir nicht mehr. Du warst unsere andere Production. Die Kollegen graben hier happy weiter. Und die neue Auffahrt kann schon genutzt werden. Super. Die müssen es dann nur noch irgendwann stabilisieren und dann sollte das auch wieder alles klappen. Aber schön, dass wir soweit sind im Grunde. Da ist ja jetzt verkippen's hier. Sind die anderen schon beim Umbau oder was ist hier los? Ja, schau an. Der erste Kollege geht schon zum Umbau für Wasserstoff. Also, wir werden jetzt eine wasserstoffreiche Anlage werden. Was ich absolut nicht schlecht finde, weil wir dadurch natürlich Ressourcen sparen können. Ihr seid auch Wasserstoff, ne? Ja, mit Wasserstoff alle. Natürlich, für dich gibt es auch einen... Kippmulde Wasserstoff und auch in die Liste rein. Einfach damit wir sozusagen Stück für Stück auf Wasserstoff umstellen und damit neue Fahrzeuge auch nutzen können. Somit werden wir natürlich relativ effektiv bei bestimmten Sachen werden. Ja, der Wassertank ist hier voll, bedeutet euch beide pause ich auch noch. Aber das Problem ist schon weg, hat keinen Treibstoff mehr. Das ist die Big Production in dem Fall. Wie habe ich denn hier die Aufteilung gesetzt? Wir können ja hier noch ein bisschen größeren Auftrag setzen. Immerhin soll hier relativ viel noch passieren. Ja, Stück für Stück wächst das Ganze. Stück für Stück. Achso, warte mal, ich muss euch verkippen sagen, ne? Sonst passiert da nichts. Jetzt hat, hupsala. Da ist noch ein Fehler gewesen. Und jetzt können wir Erde verkippen wieder, hupsa. Aber gibt immer auf, wie viel Erde wir mittlerweile haben. Das ist alles sehr übel noch. Hier kommen wieder schon die Reste, denen die Anlage reinkommt. Ja, es ist schon übel, es ist schon übel. Aber wir haben immer Sachen auf Lager und somit ist die Nahrung auch immer gut versorgt.
kann man sich auch nicht beschweren. Gut, aber Leute, ich würde sagen, ich schneide jetzt dieses Video, damit ihr das rechtzeitig kriegt. Beziehungsweise schneiden, ich tue es halt vorbereiten. Ich hoffe, dass ich zu den nächsten Folgen die neuen Zwischenclips reinkriege. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo dann hoffentlich hier schon Stück für Stück mehr verkippt wird. Vielleicht lasse ich mal das Spiel wieder eine Zeit laufen, einfach weil wirklich viel passieren tut nicht und wir sind auf einem relativ stabilen Stand, finde ich. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns den Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.